Was ist denn, die Lobby ist privat. Wer ist das? Alter! Wer ist denn das? Hi! Wie kommt ihr bei uns rein? Hier rein? Die Lobby ist privat? So. Hi, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Phasmophobia. Wobei man das vielleicht noch nicht spielen nennen kann. Wir werden uns da durchschwobeln irgendwie. Durch die dunklen Gänge, ja. Schwabbeln war von einem Raum zum nächsten in der Hoffnung, dass wir irgendwas zustande kriegen. Das neue Update ist schwierig. Also es ist alles weg. Ich möchte jetzt nicht, also bei mir war es jetzt, dass ich leider Gottes hier der Part war. nicht nur bei Sam, sondern auch bei zwei anderen von uns, die hier mit $33.000 herumgerannt ist. Die sind weg. Mal abgesehen von deinem Level, das ist auch weg. Aber die $33.000 finde ich schmerzen doch sehr. Das ist eine bodenlose Frechheit. Aber gut, jetzt werden wir versuchen, uns hier den Mist anzugucken. Wir werden demnächst dann auch nochmal zu viert reingehen. Das Problem war den Tag, dass du halt nur eine Taschenlampe hast. Wenn du nicht schon mal drin warst, und das ist zu viert halt nicht machbar. Und dann waren wir den Abend auch bedient. So, jetzt probieren wir es zu zweit. Konnten wir ja von meinen $37 jetzt auch für $30 eine Taschenlampe kaufen. Also, stand auch in einem Update. Jetzt rasten wir richtig aus. Wow. Wir rasten voll aus. Ich habe $7 Gewinn gemacht. Es ist gut. Und, wo sterben wir denn am wenigsten? Ach, was hast du für ein Erzählen mit dem Totenkopf? Ich habe nicht verstanden, was du meinst. Also, jetzt ist es bei mir, wenn ich im Singleplayer-Mode bin und gehe auf Sunny Meadows, also nur Sunny Meadows, mit die Bretter vor dem Fenster da. Das ist die große Klinik, ja? Da war bei mir in der rechten Ecke von Polaroid im Singleplayer-Modus ein Totenkopf abgebildet. Jetzt nicht. Vielleicht heißt das, dass das alleine sehr schwer ist. Das kann sein, weil... brauchen wir jetzt irgendwas? Nee, oder wir nehmen erstmal nichts weiter mit. Ich glaube erstmal nicht. Und wir können gucken bei die Vitrinen da drin, wo wir die Symbole entdeckt haben mit dem UV-Licht. Was jetzt auch nicht mehr Fingerabdrücke heißt, sondern ganz anders. Steht ja jetzt nicht mehr Coming Soon. Wenn wir jetzt Gedichte finden, kann sein, dass er die jetzt vielleicht da abschwächt. Müssen wir mal versuchen, darauf zu achten, wenn wir Glück haben, ob wir so ein Gedicht wieder finden. Was hat sich denn geändert? Ultraviolett heißt das jetzt. Okay. So. Tanglewood Street, oder? Ich auch gerade sagen, komm. Erstmal. Ja, komm. Und stürzen uns jetzt ins Vergnügen. Wir wünschen euch ganz viel Spaß. Tango Drive, where it all began. Our first reports of paranormal came from here. It's only small, but it holds more secrets than meets the eye. Hat der ewige Dauer. Was war das denn? Was staubt denn hier? Es sind keine Gefriertemperaturen, es ist mein Atem, was immer rauskommt. Deswegen habe ich verkackt. Das ist unser Atem? Seit wann das denn? Was soll denn der Scheiß? Das sehe ich nämlich jetzt gerade, dass es qualmt. Ich meinte gerade, was qualmt denn hier? Hier siehst du, das ist mein Atem. Das heißt, wenn jetzt ein Thermometer 2 Grad anzeigt, dann stimmt die Temperatur. Du musst dich darauf verlassen. Ach, haben wir ein Thermometer? Nee, haben wir nicht. Nee, ich hatte eins. Doch, haben wir hier unten links neben dem Ultra. Ach, okay, gut. Was nehme ich? Deswegen hat das nicht gestimmt, denn war fast mal gar nicht hoch. Okay. Also ich nehme das für ja, das ist neu, das, oh mein Gott. Das finde ich aber doof. Das heißt, du musst wirklich ein Thermometer unter 0 Grad haben, um sicher zu gehen, dass es kein Atem ist. Ja. Darf ich das EMF nehmen? Ich will mir das mal angucken. Ja, du darfst alles nehmen, was du willst. Möchte mal sehen, wie das funktioniert jetzt. Das ist ganz cool eigentlich. Das geht auch relativ. Ach, bei Phasmo kann man gar nicht mit den Tasten durchschalten, ne? Stelle ich gerade fest. Muss die Maus nehmen. Aber hier funktioniert es wenigstens mit der Maus. Ach so, und wenn du jetzt einmal das Thermometer ausgewählt hast, wenn man jetzt bist jetzt hier beim EMF, drück mal T. Dann geht die Taschenlampe an und aus. Ja, ja. Das habe ich irgendwie ging irgendwie neulich nicht da. Ja, das ist eigentlich Standard. Das sollte immer so funktionieren. Weil wenn du die Taschenlampe nämlich ausrüstest, dann kannst du die nur mit der rechten Maustaste an- und ausmachen. Das ist ein bisschen. Ja, genau, richtig. So, und hier zum Einschalten die linke Maustaste. Das ist immer so, ich bringe alle Spiele bald durcheinander. Ach ja, der Name. Robert, was? Was? Emmett. Das habe ich vorhin auch gehabt, ja. Robert Emmett. Uns geht es um den Geist. Hauptsache, wir kommen hier lebend raus. So, spiekt mit jedem. Spiekt to all. Also das mit dem Atem ist voll irritierend, ey.
Deswegen war das gar keine Gefriertemperatur, war ich das die ganze Zeit und ich wusste es nicht, weil da stand im Update nicht von Gefriertemperatur, von Atem, habe ich nichts gelesen. Nee. Warum auch? Deswegen habe ich auch was Falsches angekreuzt, das kann es ja nicht gestimmt haben. Oh. Ist ja richtig doof, wenn der Thermometer nicht unter den Grad stimmt. Das neue EMF finde ich voll scheiße, ey. Das sieht aus wie aus Russland importiert. Das ist aber das allererste, weil wir noch so untergestuft worden sind. Das sieht aus wie so ein Geigerzähler. Genau, Ghostbox. Mal gucken. Also beim Training hat man es sehr laut und deutlich sprechen hören. Also jetzt nicht so. Der Atem nervt voll. Das ist total ätzend. Ja, das ist dein Atem, das kommt bei dir auch, wenn es kalt ist. Und wenn natürlich mit einem kalten Raum ist, wenn der Geist kommt, ist klar, dass du auch. Ja, es ist total beknackt. Also. Ja gut, aber hier drin dürfte ja nichts sein. Hier drin ist doch nicht kalt, oder? Ich mach mal schon mal das. Und es leckt irgendwie noch ein bisschen, ne? Kann das sein? Manchmal bei mir. Ja, es ist noch nicht ganz super. Ah! Nein! Ich hab den Raum gefunden. Ich hab den Raum. Hier ist ein Knochen. Ja, wir können leider kein Foto, man kann Apparat mehr. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob das EMF5 war, weil das total beknackt zu sehen ist mit dem Zeiger. Bei mir war meistens nur 4. Diese 5 Punkte zu sehen, ist wesentlich einfacher. Das ist aber das Uralte, was man ganz am Anfang. Ja, aber das bis 5 ist. Du musst ja so auf den Zeiger achten. Das ist total bescheuert. Jetzt habe ich es nicht gesehen. Ich weiß nicht gar nicht kurz, ob ich alleine sein muss. Nee, musst du nicht. Musst du nicht. Gut, es muss ja hier nicht der Raum sein, zwangsläufig, aber zumindest. Hattest du gerade eine Antwort? Ja. Get out, hat sie gesagt. Alles ist von der Box, oder? Ich hab's gar nicht aufgehört. Ja, das war die Box, glaube ich. Das klang so, Ja gut, get out, denn hier bitte hast du deinen. Scheiß Apparat kannst du nicht. Ja, ob das jetzt aber auch scheiße, Mann. Dann mache ich mal große Spirit Box ein. Finger, also gut, den Fingerabdrücker, dann holen wir mal den anderen Kamera. Also, denk dran, du kannst doch, hast doch keine Stativ, ne? Wir müssen die Kamera irgendwie anders platzieren. Okay. Am besten auf dem Wickeltisch oder so. Ja, mit EMF5, das halt jetzt gerade vergeigt. Gefriertemperaturen haben wir nicht. Das schlägt aber öfters aus, wenn ich gucke mir erstmal die anderen Sachen. Komm, das tut mir jetzt echt leid, das war, Das habe ich aber auch. Weil ich mich so erschrocken habe, auch eben. Ich war eben auf den Hand aus, ne? Ich dachte auch, das war ein Hand, sie hat sich versteckt, hab alles nicht. Die hat sich nur hingestellt und hat gesungen. Ja, noch schlimmer. Wenn hier einer singt, bin ich das. Ja, du kannst wenigstens wirklich schön singen, ey. Ich war total überrascht. Also, man trifft selten Menschen, die singen können. Darum, kann ich diesen Dots-Projektor eigentlich auch, aufs Bett legen? Nee, du musst ihn mit G fallen lassen, dann ist die Genauigkeit ziemlich blöd. Okay. Und die Dots siehst du auch bereits, wenn du die Kamera in der Hand hältst. Weil ich glaube, das schon immer so war. Okay. Das Problem ist, jetzt muss ich doch für den Scheiß, muss ich da drin bleiben. Das ist total ätzend. Das siehst du relativ schnell eigentlich. Okay. Ich kann auch die Kamera nehmen, wenn du willst. Nee. Ich versuch mal hier. Ich bleib drin. Du kannst rausgehen dann. Ich versuch mal, mich hier durchzufummeln mit dem Scheiß. Aber wie gesagt, im Zweifelsfall kann man es natürlich auch ablegen. Wahrscheinlich, aber. Aber nicht mit F, habe ich schon probiert. Nee, kannst es nur, also fallen lassen, so. Machen wir mal auf dem Wickeltisch. Ich glaube, da liegt es noch am besten. Ach, hier haben wir ja Nachtsicht. Dann können wir das nämlich ausmachen. Meine Atemquant. Ich weiß, dass du keine Gefriertemperatur hast. Ah, Dots! Hast du gesehen? Ja. Demo, ja. Wir haben Dots. Das ist gar nicht so schlecht gemacht. So, jetzt muss ich mal das Thermometer aufnehmen, weil. Nee, wir haben immer noch keine 0 Grad. Das ist wirklich immer noch der Atem. Ah, siehst du, okay. Aber alles andere bleibt. Jetzt singt sie schon wieder. Also wir hatten Spirit Box und wir hatten jetzt Dots. So. Ich glaube, das ist eine Hand, oder? Nein, ist kein Hand. Weil die Taschenlampe flackert. Aber doch, wenn die Taschenlampe flackert, ist es Hand.
Okay. Jetzt geht's ja. Wieso geht's Tasche auf alleine? Ist vorbei, ne? Okay. Eigentlich glaube ich, wenn die flackert, dann ist immer Hand. Ich wollte nämlich gerade, dass ihr das, die Fingerabdrücke da wollte ich gerne haben. Da hab ich ja, die Frage ist jetzt, Achso, das Buch könnte ich noch hinlegen. Warte mal. Ja, jetzt müssen wir das leider versuchen das auszuschließen, da ich das mit dem. Das kann man auch nicht auf den Boden legen. Ich kann kotzen. Ja, mach's auf den Wickeltisch. Da habe ich mein Zeug hier auf den Boden geworfen. Oder hier auf dem Karton. Ja. Please, write in the book. So, ich brauche jetzt noch. Ich hab das auf Deutsch gespielt. Ja, warte mal, dann gehen wir erstmal raus. Und dann, wenn nicht, muss ich nochmal reingehen mit dem EMF-Gerät. Warte mal, dann mache ich mal die Kamera Richtung Buch. Dann siehst du vielleicht, ob der Stift sich bewegt, vielleicht wenigstens. Aber dann sehen wir zu wenig vom Raum. Ja, okay, komm, dann geh mal in den Exo. Ich muss ja, wie gesagt, eh nochmal rein mit dem EMF, weil das. So, schief gelaufen ist. Ja, jetzt ist. Nee, nein, die handelt nicht. Die sinkt. Ah, halt. Ist es? Komm. Nein, ist kurz vor 5. Ey, du musst so genau dahin. 5. Das war ein. Also, das war jetzt meines Erachtens nach ein 5er. Der ist. Ja, der ist ganz nach rechts. Okay. So. So irritierend, dass du, wenn du die Taschenlampe nicht ausrüstest, T drücken musst, ansonsten der rechte Maustaste, kriegst du es nicht so schnell nicht aus, wenn die alte kommen. Das war aber schon immer so. Warte mal, was war so, das jetzt war es EMF 5. Meiner Meinung nach war das ein EMF 5. Der Zeiger war ganz, ganz rechts. Wir können jetzt nochmal auf den Monitor gucken. Über 70. Wenn wir Dots sehen. Ja gut, da war es kein Jetzt, das Recht, sonst hätte er gestanden, ein Komma in der Jagd. Gucken wir mal. Was sehen wir denn da? Ja, eigentlich können wir gar keine Nebenaufgaben machen. Was ist denn das? Sind das Orbs? Ach, übrigens. Guck mal. Habe ich neulich gesehen. Das sind doch Orbs. Das ist, was ich sage. Muss nicht immer sein. Das ist Staub vielleicht. Ja, wie soll ich denn das jetzt bitte. Das sind doch ganz eindeutig Orbs. Problem ist, das meine ich. Hat vielleicht die Olle mit mir so gesprochen, war vielleicht doch nicht die Box. Hat denn die Box geleuchtet? Das habe ich in dem Moment nicht gesehen, weil ich abholen muss, ich dachte, der handelt. Vielleicht hat die auch so gequatscht, aber das sind Orbs. Dann ist es nicht die Geisterbox. Alles andere wäre ja Schwachsinn. Kann man die noch umbenennen, die Geister? Ja. Ich guck mal kurz bei Geister Raichu, was der macht. Dann wären das. Also Dots habe ich definitiv gesehen. Die Figur, die da durchlief. Das war eindeutig. Und beim EMF 5 würde ich jetzt beim zweiten Mal auch sagen, der Zeiger, der war ganz, ganz außen rechts, leicht über die 5 hinaus. Also das wird es dann wohl sein. Dann hat die bloß nur so gequatscht, die alte Zippe. Ja, du kannst das im Moment noch so schwer auseinanderhalten, weil alle irgendwie jetzt anders aber, ist. Jetzt meine ich, für mich sind das aber Orbs. Auch wenn die jetzt quadratisch sind. Trotzdem. Naja, es sind halt kleine schwebende Kugeln. Was soll das sonst sein? Was ich aber gesehen habe, wo ich alleine gezockt hatte, dass der Geist die Kamera quer durch den Raum geschossen hat und dann konnte ich nicht mehr. Ja, das ist auch scheiße, ja, wie er es manchmal mit dem Buch macht. Also ich würde jetzt sagen, das sind Orbs, aber. Wenn nicht, mach das so, nimm du doch einen Geist, ich nehme den anderen. Oder so, wenn du dir nicht sicher bist. Deswegen ist einer von. Ach, naja, ich bin mir nicht sicher. Ich würde jetzt sagen, das sind Orbs. Ich würde dafür was anderes rausnehmen. Also im Training wurde das so markiert, dass diese. Leuchtenden Punkte, in dem Fall sind es ja scheinbar welche, dass das Orbs sein sollen. So wurde es im Training erklärt. Leuchtende Punkte sind Orbs, fliegende leuchtende Punkte. Oh, jetzt hat er sie. Jetzt hat er sich die Gegend geschossen, die Kamera. Das sind Orbs, ich glaube, jetzt wird man hier nicht sehen. Ja. Denn es ist bestimmt doch keine Geisterbox gewesen, hat die nur so gequatscht bei Demonologen. Das ist jetzt wie bei dem EMF. Du musst wirklich ganz genau hingucken, wahrscheinlich, sonst. Wir können auch gleich mal tauschen, dass ich die auch mal sehe. Ja, gar kein Problem. Damit man das mal einfach in der Hand gehalten hat, dann war das schwer für mich den Tag, wo Mucki das EMF hatte. Weißt du, weil ich jetzt nicht sagen konnte, wie das aussehen muss, weil. Was können wir denn tun eigentlich? Ja, eigentlich nicht. Die Grafik ist so beschissen. Get an average sanity. Die sind schon dreimal gejagt worden, aber scheinbar nicht. Ja, gut. Das hätte ja abgehakt sein. Wollen wir fahren? Ich meine, wir leben. Ja. Wir haben. Hoffentlich den richtigen Geist. Wir schauen mal. Immerhin, wir nehmen auf, oder nimmst auf, und dann kommt auf einmal.
abhalten. Was? Okay, siehst du, das meine ich. Das ist, was ich meine. Das ist der Fehler mit den Hinweisen. Moment, aber wir hatten, was hatten wir? Wir hatten erst den Wraith und dann den Raiju. Warte mal. Wir haben Yo-Kai, gar keinen Yo-Kai ausgesucht. Yo-Kai ist Geister, Orbs, Dots und Spirit Box. Heißt EMF-5 war falsch. Laut im Spiel. Nein. Also, wie gesagt, beim zweiten Mal habe ich es ganz genau gesehen. Ja, das muss man halt wissen, aber bei dem EMF, das war jetzt definitiv. Pass auf, wenn ich machen würde, nehme ich mal das EMF. Ja, also, wir tauschen mal das. Also, das meine ich jetzt nicht. Nein, aber wie gesagt, der Zeiger schlug voll nach rechts aus. Also, weiter nach rechts geht's ja nicht, wenn er die 5 überschreitet. Woran soll ich denn das sonst sehen? A new built home in an established area report say it was built on top of something unearthly. So. Ich sagte gerade, ich merke, dass ich in letzter Zeit sehr viel aufgenommen habe, ne? Ich merke es im Rücken. Das glaube ich. Bei mir ist das schon so, wenn ich zu meinem PC sitze, habe ich im Nacken so und mir kommt vor, als hätte ich eine Halskrause an, weil ich mir kein Herz nicht mehr bewegen kann. Es geht manchmal tagelang nicht mehr weg. Naja, und dass du halt bei so Spielen, wie die ich auch gestern gespielt habe, keine besonders entspannte Körperhaltung hast, ne? Bei den Jumpscares. Ja. Ich sehe das immer in den Videos, wenn ich dann anfange, die eine Schulter hochzuziehen, ne? Weil vor lauter Angst du so angespannt bist. Wo ist denn der Generator eigentlich mehr gehen? Der ist gleich beim Eingang geradeaus. Ach, bei der Garage. Das ist die Garage, okay, gut. So, dann nehme ich mal die Ghostbox und schaue mir den Schwachsinn mal an. Dann nehme ich EMF und Thermometer nehmen, ist mir oder? Egal, ja. Von mir aus. Da kann man ja nur nicht viel falsch machen. Dann nehme ich den Dot mal mit. Ich nehme jetzt keine Fingerabdrücke, nehme den Dot mit. So, also jetzt leuchtet gar nichts. Jetzt rauscht es nur, okay. Genau, und da, wo der kleine Geist ist, ist es, wenn du eine Frage stellst und er nicht antwortet... Ich kann das nicht erkennen, das ist bei mir total verwaschen. Irgendwas stimmt da mit der Grafik nicht, seit dem Update. Ich kann auch die Schrift kaum lesen. Also der rechte Zeichen. Wenn es rot leuchtet, wenn du was fragst, heißt es, der Geist hat dich jetzt gehört, aber er antwortet nicht. Und wenn er antwortet, blinkt es weiß auf, während er spricht. Ja. Okay, also es sind 2 Lampen. Vorhin war ja auch richtig, also das Reden. Okay. Ja. George Taylor, und ich muss mit dem alleine sein, na gut. Taylor. Ja, der wird sich freuen, ne? Ja. So, oh, wow, die Qualität ist da. So, warte mal, jetzt habe ich hier ein weißes Licht bei mir blinken. Also rechts. Aber nicht rechts. Links ist Power, links. Doch rechts. Da ist eben das weiße Licht angegangen. Das ist aber jetzt nur, glaube ich, dass das Mikrofon auch. Nee, bei dir hat es gerade rot geleuchtet. Ich habe es gesehen. Da gibt es einmal so einen weißen Punkt und daneben ist der Geist. Und da, wo der Geist ist, muss es auch weiß leuchten. Und was ist mit dem weißen Punkt? Das ist nur, dass das Mikrofon funktioniert, wahrscheinlich. Ich glaube, ja. Das andere ist Power. Aber wie gesagt, okay. Hört, tut da alles, aber manchmal antwortet er einfach nicht. Ja, gut, okay. Nee, wir brauchen eine Antwort. So, Temperatur. Also, ich glaube, ich könnte hier nicht fahren. Gut, Winkel Angst, wenn er in mein Haus kommt. Oh, ja, sehr schön. Gib Geld. Alles was Geld. Achso, jetzt kann man natürlich kein Foto von machen, aber gut, egal. Ja, sie bringt das auch zu Geld. So, wie heißt du? George Taylor, are you here? Show yourself. Prove your existence. Where are you? How old are you? Are you friend or fiend? Talk to me. Where are you? How old are you? Where are you? Talk to me. Show yourself. Give me a sign. Gut. Gucken wir mal auf die Temperatur. Du bist jetzt nicht angegangen, oder?
Ich warne dich. Aber guck mal, hier sind jetzt 20 Grad, hier ist jetzt kein Atem, ne? Oder das lag vielleicht daran, wenn es kalt draußen ja, ja. ist. Und kalt also Atem ist jetzt wirklich halt nur, weil es kühler ist und nicht, weil es ein Indiz ist. Also das Feature-Brett ist, wenn du bei der Garage in den kleinen Miniraum gehst. Ich hab's ja, gerade entdeckt. Auf dem Wäschetrockner. Hat's geflackert. Bei mir geht die Temperatur hier runter. Die wandert jetzt ganz langsam runter. Ich bis jetzt noch nichts außer dich. Ich gehe mal kurz in den Keller. Check den mal ab. Jetzt steigt die Temperatur wieder. Okay, also es scheint. Nee, okay. Das ist alles nicht so einfach. Jetzt im Moment müssen wir erstmal. Okay, okay. Also ich glaube, wir sind uns einig, dass das der Raum da oben ist. Gut, also ich würde sagen, dass das ist der Raum. Hier, wo du drin warst, war eben kurz auf 3. Okay. Und wieder runter. Weil hier sinkt, ja, ja, die Temperatur sinkt. Okay. Man kann sich merken, wenn man die Zahlen nicht lesen kann, EMF5 fängt bei den ganz dicken, fetten, roten Streifen. Ja, genau, an. Richtig. Und da war der Zeiger vorhin drüber. Ich sag ja, also wenn du mit hier hinweisen willst. Gut. Ich war mir nicht so gut. Warte, ich geh mal raus. Achso, ja, vielleicht auch umgekehrt, ne? Weil, genau. So, wie Gary Taylor, nee, George Taylor, Verzeihung. George Taylor, are you here? Talk to me. How old are you? Where are you? Are you friend? Are you fiend? Prove your existence. Give me a sign. Show me something. Are you here? George Taylor. Where are you? Hast du die Tür aufgemacht? Es geht wieder hoch auf 3, auf 3. Okay. Die Tür hast du nicht aufgemacht? Nein, nein, nein. Okay, ich mal hin auf 3, dann machen wir mal Fingerabdrücke. Ja, ich lasse dich mal mit dem Dots auch alleine, weil ich habe jetzt diese Bedenken. Ich war ja vorhin alleine. Okay, Dunkel, war weil wenn der nur mit mir alleine spricht, ob der sich halt auch zeigt. Bei zwei Leuten im Raum. Das ist ja auch noch nicht so ganz klar. Heb da mal diese scheiß EMF auf, du Idiot. Du Depp, du. 4, 4, 4, 4. Ja, weil es ist voll nervig manchmal. 4, 4, 4. Weil da muss ich manchmal bücken, sonst sind da die Sachen nicht. Ja, das ist... Es geht höchstens bis 4, bis jetzt hören nicht. Spastmatenverein. Fingerabdrücke wegen der Tür. Jetzt ist wieder Ebbe. Ich würde mal sagen. Es. Oh, gefriert. Ja, bin ich das jetzt Gefriertemperatur aus Gefriertemperatur? Mir qualmt es gerade. Moment, dann gucken wir mal. Aber eigentlich hat sie drin ja nicht gequalmt. Ich sehe nichts. Da. Jetzt qualmt schon wieder bei dir. So. Ja, weil der Raum kühler wird. Klar. Der Raum wird kühler. Das heißt, aber wir das haben, heißt aktuell muss. Wir haben 4 Grad. Das ist mein Atem. Ja, der Raum wird kälter. Das ist also nur ein Indiz, dass der Raum kälter wird.
Das heißt, du kannst dich daran auch vielleicht orientieren, wo der Geist ist. Oder muss wirklich, der Thermometer muss wirklich auf 0 mindestens sein und runter. Ja, also es sinkt jetzt weiter runter. Vielleicht, weiß ja nicht, vielleicht kommt es ja noch. Aber dort ist gerade, ich schlief mal dort kurz ab hier. Da sieht man ja, wir haben ein schönes großes Bett. Kann man alles drauf ablegen. F war nur, pass mal auf. Ich würde mal sagen, wir holen mal schnell Finger drüber. WEMF5 müsste ja eigentlich dauerhaft immer mal wieder kommen, wenn das ist. Ja, aber warum war das vorhin falsch? Das ist doch voll scheiße. Die Kamera kann man auch da hinlegen, weil dort liegt so auf dem Bett, dann müsste man super, okay. Sehen. Problem ist, wenn der Geist natürlich rechts steht, dann nimmt sie das gar nicht. Also ich finde, das ist andere besser, was man an der Wand hängt. Ja, das hatte auch ein viel weiteres Spektrum. Aber so, was brauchen wir? Buch brauchen wir, Kamera und Kamera UV, genau. Hast du noch Platz? Ich habe noch Platz, ja. Also, hast du noch Platz? Nimm weg! Was? Nein, behalt! Alles gut! Oh Gott, hier muss er... Oh, dieser Punkt! Das, wo ist denn dieser scheiß Punkt jetzt? Wenn man schnell das EMF in der Hand haben muss, um zu gucken, ob es 5 aussieht, du kriegst die Sau nicht zu greifen. Oh, finde Evidence of Paranormal with an EMF Reader. Toll. Ja gut, irgendwelche haben wir entdeckt. Ja gut, immerhin. Na, meine angebliche Gefriertemperatur wahrscheinlich. Mit unserem Billigblock hier. Nennt man die eigentlich immer nur in Nachtsicht? Das machen wir nicht mehr. Nee, hier. Hier, eins weiter. Mal kurz, dass wir hier irgendwas sehen. Warte mal. So. Buch. Ja, guck mal. Kannst du die auf. Genau, ja, da wollte ich gerade sagen. Das ist vielleicht ja ganz gut. Wir haben 2 Grad, es sinkt noch weiter, aber es sind noch keine Gefriertemperaturen. So, und Ghostbox kann ich gleich nochmal ausprobieren. Müssten das Ding vielleicht umdrehen, wa? Richtig. Das Buch den Dots Richtung. Die aufgeschlagen sein. Ach so, oh! Okay. Ist nicht schlimm, alles gut. Manchmal, zeigt er dir zwar einen Umkreis, wo es liegen darf, aber. Ah, okay. Den Dots können wir vielleicht umdrehen. Weil übers Bett wird er ja nicht laufen. Nee. Aber ich kann es auch noch mal in der Hand nehmen. Oh, er nimmt sich schon, ja. Mach mal aus, ja. Ich gehe auch gleich noch mal rein. Es muss ja nicht sein, aber es kann ja sein, dass trotzdem was kommt. Bis jetzt sehe ich hier niemanden drin. Mein Atem natürlich. Es geht aber auch nicht mehr hoch, geht immer so weit runter, dann wieder hoch. Was mache ich denn da? Quatsch hier. Ich hänge fest. Wo? Ich habe zu viel gegessen. Oh, ist das schön. Vielleicht da trotzdem was die Kamera ein bisschen. Der hat einen Schuh geschmissen, ich hab's genau gesehen. Oh, geht ja hoch, EMF. 4? Komm. Du bist eine richtige Sau. Jetzt trau ich diesem Gerät nicht mehr, ne? Nee. Ciao. Ich glaube, sie ist tot. Lebst du noch? Oh nee, ne? Das glaube ich jetzt nicht. Dann antworte doch wenigstens, Mann! Nein, ich durfte nicht! Der hat gehandelt! Meine Taschen aber geflackert, dann wäre ich tot gewesen. Und der ist ja ausgeschlagen. Ich habe nicht gesehen, ob der jetzt über 5 auf 5 gekommen ist. Der war auf 4,5 mindestens. Ja, Mist, ja. Das ist in Scheiße. Gehandelt. Bei dem Licht siehst du, hast du das immer gesehen. Problem ist, wenn ich das Ding anlasse, dann handelt der mich, wenn ich zu laut bin, glaube ich. Dann tötet der mich, glaube ich.
So, Also Fingerabdrücke. fast 4,5 war es, aber 5 nicht ganz. Also über 4 war es auf jeden Fall, aber nicht 5. Deswegen habe ich ihm nichts gesagt, der guckt nicht. So, also Fingerabdrücke haben wir anscheinend nicht. Ich weiß nicht, ob man stirbt, wenn das EMF an ist, ob du das hört. Ja, ah, wir haben Fingerabdrücke. Toll, der erste Die haben Hinweis. wir schon mal. So, dann gehe ich noch mit der Box hier rein, dann gehen wir raus. Er geht wieder höher ein bisschen. Wieder runter. Problem ist, wenn er natürlich denn gerade EMF 5 zeigt, Ja. während er mich jagt, ja, dann ist das natürlich höher an. Ja, wir gehen mal kurz raus, gucken mal, ob wir Ja, Orbs warte, ich gesehen komme haben. gleich nach. George Taylor, are you here? Talk to me. How old are you? Where are you? Give me a sign. Talk to me. Are you a friend? How old are you? Talk to me. Okay. Dann checken wir. Du hast nur noch 56 Sanity, ich 40 und gar keine Pillen mit. Nee. Ich gehe mal zurück. Was soll denn das hier? Nein, das ist jetzt nicht dein Ernst, dein fucking. Oh, du hast die Tür offen gelassen, wie geil, schön. Arschgeige. Also Box und Buch fallen aus, alles andere Was bleibt haben wir immer. denn überhaupt jetzt? Wir haben Ultra, also Fingerabdrücke und Orbs. Und Orbs haben wir Und auch. Buch Es fällt fällt aus, sagst du. ja, die Box auch. Bleibt noch übrig EMF, Dot und Temperatur. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob EM5 war, als er mich gejagt hat. Da müssen wir noch mal. Dort können wir noch mal über die Kamera gucken. Vielleicht sehen wir was. Das glaube ich nicht. Ich kann ihn dort nicht sehen. Aber ich glaube, ich kann nicht mehr rein. Ich habe nur 40%. Der muss aber zu sehen sein. Oh, er hat ihn vom Bett Nee, geschmissen, nee, muss ich ja, sagen, ich hatte ehrlich den noch nicht. mal umgedreht, dass das Zimmer drauf ist. Eigentlich müsste der da sein. Weil der ist hier. Also ist ja meine Maus nicht. Ja, da müssen Ich kann wir. ihn aber auch noch mal zur Kamera direkt ausrichten. Warte mal, wie viel habe ich noch? 39. Ja, wir müssen noch mal rein. Das wird selbst. Natürlich haben wir keine Pillen. Wir haben auch keine Kohle. Aber sagen, ich habe, aber ich habe daran jetzt nicht gedacht. Dann ist die überhaupt nicht. Dann ist die auch so. Das EMF müssen wir noch mal mitnehmen. Sonst behalt's mal in der Hand. Wir müssen eher kurz hier bleiben jetzt. Weil wenn das EMF Also hochgeht, haben wir ich eine gute sterbe. Chance, dass. Also ich sterbe bestimmt gleich bei 39 Sanity. Machen wir hier eine Kamera zu. Was ist das denn? Oh nein, 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 du scheiß Arschloch, du!
mich mal, wirklich. Der scheint immer noch zu handeln. Noch 4%. Ihr lebt noch. Jetzt ist ruhig. Jetzt müsste es rauskommen können. Ah, zu lange gewartet. Scheiße. Okay, jetzt kann sie. Lauf doch los. Lauf los, komm. Nein. Welcome back. There's some jobs ready for you. Ja, du hattest zwischendurch, du hattest so zwei ganz kurze Zeitfenster. Aber wo du, wo du rausgekonnt hättest. Da war ja ganz kurz war Ruhe. Aber kaum war die Tür offen, kam der immer wieder die Dreck. Was ist denn nur los? Was denn? Jetzt gucke ich hier, ist das Vita-Brett weg? Ja. Die Affenhand ist weg, die ganzen Knochen sind weg, alles umsonst hier holen. Ja, ja, vielleicht kommt das auch wieder, das stimmt ja eh nie. So, was hatten wir jetzt? Ein Banshee. Jetzt würde mich mal interessieren. Ghost. Das hat wieder unsere Sachen nicht gestimmt. Ultraviolett und Geister Ops. Dort, ja. Na gut, dort wollte ich probieren, aber dann hat er mich. Na gut, das fehlte uns ja noch, genau. Nee, dort. Nee, warte mal, welcher Geist war es jetzt? Banshee. Banshee hast du. Geister Ops hast du gesagt. Ja, nee, dort fehlte uns ja noch. Wir hatten ja den dritten Beweis noch nicht. Okay. Boah, aber gut. Hätte ich mit Sanity gehabt oder so, dann hätte ich mich noch ein paar Mal ruhig verstecken das können. Das war jetzt. Aber der hat den gesehen, dass ich da war. A long abandoned farmhouse located in the middle of nowhere. Who knows what still lurks within. Jenny Birch. Wie? Ich will alleine sein. Jenny Birch. Ich will alleine sein. Scheiße, meine Güte. Shelly Birch. Du hast bis jetzt nur Unglück gebracht, wenn ich alleine sein will. Ja. Shelly. Birch. Ich hätte schon schön nicht. Die Hitze nicht vertragen. Ja. Oh, ich habe nämlich gesehen, den Stift, den meine Mutter mir geschenkt hat, habe ich gesehen, dass ja keine Tinte drin ist. Oh. Haben sie ihr beschissen beim Verkauf. Nicht drin, hier wäre ein Mangel war. Achso, der Generator ist unten. Also wenn man reinkommt. Ach ja, jetzt ist in der Zimmer, ja. Okay, ich weiß schon. Ach, da hinten, ja. Link. Im Erdgeschoss, okay. Also links rum und dann immer geradeaus. Zwei Räume, okay. Links rein und geradeaus. Taschen. Gut. Schlitzel. Ghost, ja, und Fingerabdruck als andere lohnt sich ja eigentlich nicht. Noch nicht, ne. Wir werden alle sterben. Das ist doch schön gemütlich hier, finde ich. Ja, schön gruselig. Ich mag jetzt auch Holz hüpfen. Ich finde es schön. Guten Tag! Warst du das gerade? Das war ich, ja. Guten Tag! Guten Tag! Möchten Sie einen Staubsauger kaufen? Ja, aber einen elektrischen bitte. Ja. Shelly Birch!
Show me something. Give me a sign. Where are you? Give me a sign. Shelly, Birch. Das war eben schon weiter unten in irgendeinem Raum, was hier. Shelly, Birch. Shelly Birch. Ne, da geht's ganz hoch. Okay. Also der Raum ist es nicht. Warum ist es hier so dunkel? Ist denn jemand... Ach, da. Da. Schüchtern. Die hatte ich aber eben schon mal Licht angemacht in dem Raum. Ich hab's ausgemacht, wenn ihr Bock habt. Achso, okay. Shelly Birch. Shelly Birch. Shelly Birch, give me a sign. Okay, gucken wir mal zum Vergleich. Wieder hoch. Okay, das ist also der kühlste Raum hier. Ich glaube, ich habe den Raum. Die Küche. Bist du oben? Nee, unten, die Küche. Warum? Also bist du in der Küche. Ich habe einen Handabdruck. Guck mal. Ja, siehst du. Na cool. Okay. Ganz, ganz wenig. Ja, ja. Wir wandern unter 10 Grad. Das, wir sind richtig hier. Ultraviolett kannst du. Das haben wir schon mal. Gut. Jetzt brauche ich nur noch mal ein EMF. Ah, warte mal. Ich gehe mal raus. Dann lasse ich dich mal kurz. Also Aktivität haben wir irgendwie. When you shy, you die again. So. Keine Box, ne? Vielleicht kann ich ja... Gut. Ich sprich ja gar nicht. Ja, EMF habe ich auch noch nicht. Warum hat er jetzt die Hand runtergenommen und die Box ausgemacht? Keine Ahnung. Ich könnte ja mal das andere Gerät... Ich leg das jetzt hier hin. Dort. So, was haben wir denn hier? Temperatur 5 Grad. Na gut, aber auf jeden Fall ist sie deutlich, deutlich unten. Ich kann ja mal dort holen. Ja. Kamera auf wie Orbs, oder? Ja, eben. Ja, ich denke mal, wir sind da richtig. Hast du gestern noch was Schönes gefunden zum Gucken? Fernsehen? Nee. Also zum... Nee. Ich hatte mir das neue Let's Play von CJU angeguckt. Da hat Max Horror, wenn ihr den kennst, neues Spiel rausgebracht. Ist da Platz für die Kamera? Ja, habe ich. Ja, okay. Ich habe mir gestern ja noch weiter angeguckt, diesen Prozess von Johnny Depp und Amber Heard da. Ja, sagt es dir. Ich habe davon nur mal so Teile gesehen auf TikTok. Ich wusste zwar, dass beide verurteilt wurden, aber ich wusste nicht, wie noch was da Sache war.
Ja, angeblich hat er sie verprügelt und keine Ahnung. Ja, ich weiß es so, nicht. Keine Entschuldigung, wie man es verprügelt, würde ich auch nie behaupten, aber wir wissen alle, was Alkohol oder beziehungsweise bei. Ja. Qualme ich jetzt? Oder? Ja, ich guck gerade, warte. Ich hab's gesehen. 3 Grad. Aber wir haben noch Hoffnung. Also müssen wir uns daran gewöhnen, dass die Temperatur jetzt mittlerweile wirklich auch noch weiter sinken kann. Du musst es wirklich beobachten. Das ist natürlich keine Entschuldigung, ne? Aber wir wissen ja alle, wenn Anna wirklich extremer Alkoholiker ist und auch noch irgendwelche Opiate nimmt, dass er wirklich nicht mehr weiß, was er macht. Und wenn er vor Gericht aussagt, er hat nichts gemacht, dann hat er in dem Sinne nicht gelogen, weil er es ja wirklich nicht weiß. Er hat gesagt, er erinnert sich nicht. Ja, ich weiß ja nicht. Ist er Alkoholiker? Er war Alkoholiker und hatte Tabletten bekommen, Opium oder irgendwas hat er bekommen und davon ist er abhängig geworden, weil er das irgendwie aus gesundheitlichen Gründen gebraucht hat. Hm? Und war halt wohl starker Alkoholiker. Oh, es ist was durch. Ey! Hast du es gesehen? Ich habe gerade den grünen Sensor genommen und da ist irgendwie was durchgelaufen. Ja. Wenn es nicht der Qualm war, cool, aber wahrscheinlich nicht. Nee, war eine richtige Figur. Das ist dort. Ja, cool. Okay. Schön. Ist ja auch das Einzige. Oh, Wärme. Fällt aus. Und Gefriertemperaturen fallen aus. Ich komme nicht. Okay, gut. Was fällt noch aus? Buch. Genau, dann bleibt noch EMF, Box und Orbs. Buch fällt aus. Und wir haben jetzt Fingerabdrücke. Und das ist doch dort. Guck mal an. Ja, musste ich drauf gucken. Also EMF bleibt auch noch, ja. Das macht gar nichts aktuell. Nichts. Das Buch hat man schenken können. Wo ist denn jetzt die Kamera hin? Die steht auf dem Herd. War aber ganz interessant, wie gesagt, ich habe das ja so weit verfolgt, aber ich wusste jetzt nicht mehr, ich wusste auch, dass beide Strafen bekommen haben, ich wusste jetzt nicht mehr, wer, wie genau und warum, wieso, weshalb. Aber das Problem ist halt bei der Amber Heard, ich sag ja nicht, dass, wir waren ja halt nicht dabei, ne? Also hundertprozentig kann ja keiner wissen, was da wirklich abgegangen ist. Dass sie jetzt dringend eine Lügnerin ist, will ich jetzt auch nicht behaupten, aber so wie sie in Anführungszeichen geweint hat, warum waren denn nicht mal, man hätte ja wenigstens in den Augen was Nasses sehen müssen, die waren knochentrocken und das habe ich eh nicht abgekauft, ja. Einfach. Dann haben sie ja im Fernsehen mal eine Szene gezeigt, da ist die Anthony Depp vorbeigelaufen, hat die Hände vorm Gesicht gehalten, so nach dem Motto, er prügelt mich gleich, Hilfe, Hilfe, er schlägt mich gleich. Dieses Übertriebene wieder. Ja, gut. So. EMF bleibt auch noch, in Spiritbox bleibt auch noch drin, ne? Oh, nein! Okay. Alles gut. Ich hab doch bis für Johnny Depp gesprochen. Dieses Übertriebene immer. Es stürzt so da rein. War nie wieder gesehen. Es war nur ein kurzer Schocker. So viel zum Thema, ne? Freie Meinungsäußerung gibt's auch nicht. Also Spiritbox brauchen wir unbedingt noch und EMF kommen wir nicht drum rum. Scheiße. Mal ganz kurz hier aus. Nee, hat ja keinen Sinn. Das Ding mal dahin. Was machst du hier? Na, sind das jetzt 0 Grad oder... Oh, hör doch auf. Ah! Okay. Ja, ist gut. Ist ja gut. Ja. Alles schön. Der Geist steht bei dir. Ja. Ich hab sie gesehen. Ganz ruhig. So. Also es sind, es sind ein... Gucken, ob wir Orbs haben. 1 Grad, ey. Das kann man so beschissen ablesen. 1 Grad. Frage ist jetzt, gehen die Orbs denn auch bis hier draußen raus? Ich glaube nicht. Darum hatte ich die Kamera auf den Herd gestellt. Ach so. Warte mal, ich stelle... Damit so der so ziemlich viel, ein Großteil vom Raum drauf ist. Aber das EMF, ja, gehen wir mal raus. Jetzt lasse ich dich hier liegen, so. Haben wir keine Pille, wie dumm. Ah, nein, hörst du jetzt auf mit dem Scheiß. Siehst du, die jagt nicht. Die ist einfach nur... Alter, ich bin so schrocken. Ich hab da schick einen Geist. Welche Pille, Scheißlampe. Da hängt nur die Lampe. Ja, ich bin ja schon mal vorschrocken. Was? Oh, da hat mir so ein Geist in so ein Nachthemd da, wie sich in so ein Bett lag. Oh, ja, geht aber noch. Ja, okay. Geht noch. Oh, ein Haken. Entkommen der Geister. Ja, war doch eine Jagd. Ich stand einfach nur okay, da. Okay, dann war es schon mal eine Jagd. Okay, gemacht. Aber... So, warum ist das jetzt eigentlich so grün? Also ich fand den Prozess ganz... So, also Orbs, Dänisch. Ich auch nicht, da bewegt sich auch gar nichts, also... EMF und Spiritbox könnte ich nochmal probieren. Ja, das brauchen wir noch. 62, ja gut, 62. Und Buch, ne?
Ach nee, Buch fällt aus, okay. Also noch EMF? Bild, ja. Orbs fallen oh, wahrscheinlich Orbst. Aus, denke ich mal, so wie es ausschaut. Ich kann das sagen, vielleicht lass uns mal bitte in Ruhe, lieber Geist. Ja, aber die ist mehr, die schockt einen mehr so. Also die huntet nicht so direkt. Dass sie dich jetzt ja, jagt bis jetzt. Also, so Gefriertemperaturen können wir jetzt nochmal. Jetzt wollte ich gerade sagen, Amber hört, bist du hier? Ich bin schon durchgegangen. Ach nee, die fallen ja aus, Gefriertemperaturen, hast du gesagt, ne? Ja. Ach so, ja, dann tschüss. Müsst du dich nochmal ganz kurz rausschmeißen? Ja, mach das. So. Kannst gleich wieder reinkommen. Nee. So. Wie viel Bug ist jetzt hier? Nee, ich war das. Wir haben beide an der Tür gerüttelt. Shelly Birch, I am here, please talk to me. Can you hear me? Ich hör's knarzen von rechts. Where are you? Ich such dich heim. Na bitte, komm rein. I'm here. Shelly oh. Birch, please oh. Talk to me. Oh. Jagt sie? Nee, das EMF bewegt sich gerade. Also Geisterbox ist kaum, komm mal noch ruhig rein. Also der macht gerade überhaupt nicht hier. Der Kopf guckt durch die Tür. EMF ging gerade. Shelly Birch, give me a sign. Show me something. Mach mal kurz zu, nicht erschrecken. Where are you? Shelly Birch, I'm here, please talk. Shelly Birch. Shelly Birch, give me a sign, show me something. Ah, so ist er. Ja? Ja! Oh. Es war noch kein EMF-5. Ja, ja, auch schön zusammengebrochen. Wie sieht das denn aus? Mann. Hier raus, ja. Wenn mich hören kannst, schmeiß mal was. Soll ich was holen? Ich hab nichts zum Schmeißen. Hier. Da. Jetzt habe ich was. Hast du Geister-Ops eingegeben? Nee, noch nicht. Ops, okay. Banshee. Gut. Okay. Wenn du den Benji hast, dann würde ich sagen, hau mal ab. Gut. Die alte Zippe. Unfassbar. Und ich frag noch, bist du gehandelt? Nicht Geist. Ja, war richtig. War noch Orbs da, ja? Ja, ja, als du getötet wurdest, danach kamen sie alle rumgeflogen. Okay. Boah. Ich habe überall fast 400 XP bekommen. $190, na immerhin. Ich habe fast 100 XP bekommen. Ich habe jetzt freigeschaltet den Motion Sensor und $500 geschenkt bekommen. Stimmt, kriegt man ja jetzt auch Geld geschenkt, ne, wenn man sich ablevelt. Ja, siehst du, nee, die stand erst wieder nur da. Einfach so. Und dann rannte sie plötzlich los. Ich war hunted die und immer warst du tot. Hast du seine Hände gegriffen am Hals, dann warst du tot. Und dann kamen die ganzen Orbs. Drecksau. Aber 375 XP auf einmal, das ist gut. Ich bin schon Level 5, also es geht wirklich schnell. Bin ich jetzt Level 4? Nee, Level 2. So. Aber auch, ja, es geht. Nein, aber du wirst...
anders, als wenn man gar kein... Oh mein Gott. Was jetzt? Oh mein Gott, oh mein Gott. Was hast du jetzt gemacht? Ganz langsam. Und da ist einer bei uns in der Lobby drin, oben, ohne Scheiß. Hör auf. Nein, dreh dich oben an die Treppe um. Ich meine das ernst, da steht ein Mann. Was ist denn, die Lobby ist privat. Wer ist das? Hello. Alter. Wer ist denn das? Hi. Wie kommt der bei uns rein? Wie kommt hier rein? Die Lobby ist privat? Sind zwei weitere reingekommen bei uns. I'm sorry, this is private. Sind hier reingekommen, zwei Leute? Keine Ahnung, ich hab's auf privat gestellt. Also die Anzahl der Menschen stand zwar auf 4, das habe ich nicht geändert. Ja, eben auch. Aber die Lobby ist privat. Da ist der Haken drin bei privat. Das darf eigentlich nicht passieren. Ich bin erschrocken. Spione, wir haben ja, vor allem, als du meinst, dreh dich langsam um. Ich dachte eben hier im Zimmer. Weißt du so, dreh dich langsam um. Was? Alter, ich bin eben erschrocken. Jumpscare 02. Nein. Die Lobby ist hundertprozentig privat. Ich hatte erst deinen Sohn, ich kann ja nicht sagen. Dachte ich auch erst, ja, aber selbst dann, wenn es privat ist, der Link ist ja nicht offiziell. Wir sind ja auch nicht live. Ich glaube, der hat sich so erschrocken, in diesem Privat, jetzt geh ich raus. Wie kommen die hier rein? Mensch, ich wollte mich eigentlich gerade fragen, ob wir noch eine Runde machen. Wie immer steht der noch um eine Treppe. Das ist eine private Lobby. Das darf nicht passieren. Ja, gehackt sind Barbaren wahrscheinlich. Die Russen haben uns gehackt. Wie gesagt, und weil du mich ja auch mal gefragt hattest, wenn die auf privat steht, ob du das auf zwei Leute stellen musst, wo ich gesagt habe, nee, brauchst du nicht. Privat ist privat. Es geht nur darum, wenn wir jetzt sagen, mein Kind und mein Papa sollen noch mitspielen. Und ich habe vorher nur zwei Leute angegeben, können die nicht rein. Ja, dann geht's nicht, ja. Darum lasse ich das auf 4. Tut ja keinem weh, aber in eine private Lobby zu kommen, ist schon, wie auch immer das jetzt passiert ist. Der hat sich gerne aufzuhalten. Tanglewood nehmen wir, ja? Gut, dann nehmen wir die Tanglewood. Nicht so riesengroß. Ich habe vorher selber eine Kamera genommen, falls wir nicht mal ein Foto vom Geist schießen dürfen, aber ja. Gut. War jetzt nicht so teuer. So, wenn die ab, sollte ich ja vielleicht mal machen. Ach, jetzt muss ich du darfst den Start drücken, ja. So. Muss ich gucken, dass ich unser Privatgespräch von eben wieder ans Ende setze. Ich lasse das ja immer drin, weil, sind ja auch welche, die sich das anhören. Also außer, dass ich so ganz private Sachen rausnehme, ne? So aus unseren Familien oder so, die schneide ich raus. Das weiß ich ja, das ist gut. Aber sonst lasse ich das immer drin, wenn wir so über Gott und die Welt reden. Die amüsieren sich immer. Ja, also zwischendrin, wie jetzt, ist dann doof, aber das nehme ich nachher einfach und setze das ans Ende. Und dann ist gut. Aber das wäre jetzt was Geiles gewesen zu sehen, da kommen die einfach in unsere Lobby rein, ey. Ich glaub, die kein Mensch, ey. Das habe ich sogar, glaube ich, drauf. Als Aufnahme. Das müsste drin sein. Traust du dem EMF noch? Ja, ich versuch's ihm zu trauen. Fingerabdrücke und ja. Ja, das müsste aber drin sein. Da lief die Kamera eben noch. Wie gruselig. Das war gruselig, ja, das stimmt. Achso, wie heißen wir denn? Fingerabdrücke. Eric Hill. Okay, Eric Hill. Ah, wir haben viele, Tagesaufgaben gehört eigentlich fast alle, außer einmal im Medienmap nicht. Okay. Und allein. Es wird noch ein Complete Objectives finden, dann haben wir noch 100 Dollar. Da. Nein. Oh. Es regnet. Oh. Okay. Gewitter. Guten Tag. So. Schreibe die Tür auf. Eric Hill, are you here? Talk to me. Steht auf 10 Grad. Über 10 Grad, okay. Es steigt gerade. Okay.
Aha. Eric Hill. Are you here? Give me a sign. Irgendwo hier? Draußen hat es auch geflackert im Flur. Okay. Hier geht die Temperatur auch irgendwo runter. Meine ist auch unten. Ich weiß nicht ganz genau wo. Hier. Jetzt steigt sie wieder. Okay, also ist er noch. Ist noch unterwegs. Eric Hill. Where are you? Klappt doch irgendwo eine Tür. Also hier unten werde ich wohl. Nee. Hier unten ist nichts. Das Keller fällt aus, okay. Eric Hill? Nee. Das ist hier. Ich hätte die Frage. Sollen wir den Text jetzt lesen oder nicht? Erscheint der in der Vitrine oder nicht? Ich habe ein bisschen dicht gefunden. Symbol. Da steht ja nicht mehr Coming Soon. Wir können es ja zur Not hier verstecken, aber nicht aus. Wo denn? Warte, hier nebenan. Sagen wir. Emerging from a watery grave, a quiet spot to watch the sunrise. Hm. Das hat ja mal zu die Vitrine gefüllt. Ja. Vielleicht erscheint denn. Oh. Also irgendwo grapscht er an irgendwelchen Türen rum. Weiß nur noch nicht genau wo. Ich bin der Meinung, das ist im Flur, aber. Eric Hill. Ja, ja. Er ist hier im Bad hier vorne. Fünf. EMF 5. Ja. Hier. Also ganz deutlich 5. Sag mal, wenn der. Ach nee, doch. Ich wollte gerade sagen, wenn der Qualm durchgängig ist, ist es Gefriertemperatur, aber nee. Oh, nein. Ich sehe den Qualm, bin ich drin? Ja, ja, das sind wir. Hm, ich hol mal. Ich mach mal Strom wieder an. Hier. Mich hören und haucht mir in den Rücken. So, jetzt müssen wir das, legen wir das mal hier ab.
kann ja... Nein! Kann ja noch was werden. Ein Handabdruck. So, Thermometer. Das sinkt im Moment immer weiter. Vielleicht haben wir noch Glück. Hast du gehört? Handabdruck. Ja. Handabdruck. Und wie gesagt, das war jetzt ein ganz eindeutiges EMF-5 hinten auf dem dicken roten Strich. Also weit über die 5 hinaus. Also wenn es jetzt wieder nicht stimmt, kotze ich. Ich gehe mal kurz vor die Tür am Teppich. Ja. Gucken, was auffällt. So, also haben wir EMF-5 und Fingerabdrücke. Ja. Ghostbox fällt aus, der Rest bleibt okay. Drin. Gut, wenn kein Fingerabdrücke aufweckt, dann nur den Rest. Friertemperaturen werden wir sehen. Mach ein Foto vom Geißner, so ein Zufall. Motion Sensor habe ich nicht. Ach, Dots haben wir noch, stimmt. Kann aussehen. Können wir noch mitnehmen. Siehste? Dots und... Ja, alles außer Spirit Box. Ja. Dann können wir nach Orbs noch gucken und... ein Fotoapparat. Vielleicht kriegen wir ja ein Bild vom Geist. Die Kamera können wir im Bad aufstellen vielleicht. Nicht sicher. Ja, irgendwie eine sinnvolle Ecke. Der Raum ist ja... Oh. Schlägt aber. Der Raum ist ja nicht besonders groß hier. Du kannst ja. Wieso soll ich denn hier was sehen? So mache ich so. Zack, reicht. Ach, sehr blöd mit die Kamera. Was denn? Das ist so eine alte Polaroid-Kamera. Du siehst nicht, ob du den Geist drauf hast oder nicht. Du musst auf Glück knipsen. Achso, kannst du den nicht hochnehmen vors Gesicht? Doch, aber du siehst nichts auf dem Bild. Du hast kein okay. Bildschirm wie früher. Das ist eine ganz normale Polaroid-Kamera. Oh. Hast du das Licht ausgemacht? Nee. Hier knarzt es. Ach, das Buch. Na. Jetzt. Ich guck mal kurz nach oben. Jo. Wir haben Orb. Gut. Brauche ich ja da nicht weiter drin stehen. Gut, sehr schön. Dein Obake. Ey, wehe, das stimmt wieder nicht. Ich raste aus, wirklich. Was haben wir denn gehabt? Wir haben EMF-5, sagst du, war eindeutig. Das war eindeutig. Ich auch gesehen. Und die Geister Ops waren auch eindeutig. Habe ich mich ganz genau gesehen, dass die kleinen Punkte bei dir rumgeflogen sind. Und den Handabdruck habe ich auch gesehen. Gut. Also, wenn das nicht stimmt, dann bescheiß uns das Spiel hier. Naja, die Orbs kannst du, sind sie, ja, die fliegen da durch. Alles gut. Die sind eindeutig zu sehen. Obwohl die für mich nicht mehr rund, sondern eher quadratisch sind. Also mir sind sie rund. Ich hab wie viel noch? 70%? 67%? Ja, aber wir haben auch nichts mehr zu tun, ne? Capture a Photo, ja gut, okay. Sanity unter 25 wird wieder gefährlich und Motion Sensor haben wir nicht, okay. Na gut. Wenn man natürlich an der Wohnungstür stehen bleibt und der kommt von vorne, dann kann er ja nicht hinter dir spawnen, ne? Rein theoretisch müsste man das Foto ja kriegen von ihm. Ja, wenn er dann kommt. Weil, wenn du ihn provozierst, ist halt immer das Problem, Ich provoziere nicht, ich bleib ja nur stehen, mach nichts. Spawnen, er muss ja vor mir kommen, auch wenn er mich killt. Ja, aber dann kannst du nicht mehr raus. Ja, Schritte habe ich auch gehört. Wieso kommt denn, wenn ich hier stehe, eine Frechheit, wenn ich das... Komm raus, komm raus. Oh, man hat aber, glaube ich, unendlich Schuss mit der Polaroid. Ja, ich weiß es nicht. Da steht keine Zahl, wie viel man hat.
der kommt. Das ist doch wirklich, ich sterbe. Eric Hill! Come out! Es geht so oft schief, ey, mit diesem Rein-Raus. Problem ist, ob man sich trotzdem zählt, wenn wir vor der Tür stehen. Das glaube ich mich eher nicht. Ja, nee, nee, er lässt sich ja dann nicht wirklich provozieren. Ich höre das EMF. Steht ganz laut aus. Einmal war ich eine Tür, bin gerade raus und stand hier auf dem Teppich, ging die Tür zu, die das gehandelt war. Zu spät, der Lippen. Habe ich echt schwer gehabt. Komm schon. Ein Foto. Tschüss. I'm on the door. Du bist doch ein doofer Geist. Ja, das interessiert ihn leider nicht. Der Obake, was macht der denn überhaupt? Er kann verschiedene Formen annehmen, das ist ja so zu kacke. Jetzt habe ich so viel Platz hier auf meinem Rechner, ja? Und muss unsere Videos trotzdem immer auf die große 4-Terabyte-Platte verschieben, weil das ja Stunden an Videomaterial sind. Und bei mir ja immer doppelt, ne? OBS und Cam. Bei mir zählt das ja immer zweimal, ne? Vom Platz, was es braucht. Es gibt doch auch Geld, wenn wir uns gegenseitig knipsen. Weiß ich noch. Mach mal ein Foto von mir. Ja, aber nur wenn du tot bist. Nein, auch lebendig, glaube ich, kannst du ein Foto machen. Hab ich auch dafür kriege ich Geld? Ich weiß nicht, ob's. Das weiß ich nicht. Warum hebst du die jetzt nicht auf? Ach so. Setz. So. Ja. So. Wenn der Geist nicht schwer knipsen wird, sehen. Ja. So eitel, wie wir sind. Jetzt brauchst du auch nicht aus dem Loch kommen. Aha. Ja, die Fotos haben zwar nicht gezählt, deswegen habe ich einfach mal losgeknipst. Ja, wir sehen sie nicht. Ist mein Foto nicht da? Doch, ich sehe dich. Dein Foto ist aber meins. Doch, ich sehe dich. Aber ich sehe mich nicht. Ich sehe dich hier oben links. Das bist du auf dem Bild. Wenn du nämlich Fotos gehst, genau, kannst du auch in den Journal auch gucken. Aber da war noch nicht mit die 4-Sterne-Fotos. Das kommt bestimmt erst später. Nein, okay, wir haben die Obake, wird schon passen. Also, die also ja, EMF war ganz eindeutig. Also wenn das jetzt nicht stimmt, dann liegt es nicht an mir, weil jetzt eindeutiger ging es nicht. Ich weiß nicht, wie ich das sonst lesen soll. Ah! $200 bekommen. Doch mal gestimmt, meine Fresse. Hab 200 XP bekommen. Ja. Oh, Level 3. Jetzt darf ich auch eine Kamera kaufen. Okay. Ist aber schön, dass das Spiel es erlaubt. Hab ich noch was freigeschaltet? Gar nichts habe ich freigeschaltet. Ach so, siehst du, Ben? Was ist denn das für ein Betrug? Was denn? Das heißt doch, wenn man nicht stirbt und die Sachen schon gekauft hat, kann man die wieder rüberziehen. Ja, genau, weil sie da nicht verloren gehen. Ja, die sind aber nicht da. Das steht im Paket, im Storage 1 drücke ich auf Plus. Ach, muss ich adden, wa? Ah, genau. Dann werden sie wieder genau. Da. Adden oder kaufen. Darum ist das ja das Problem, wenn du eben was ausgewählt hast und gehst jetzt auf Kaufen, hast die Sachen vorher nicht rausgenommen. Dann kaufst du es nochmal. Gut, du kannst aber verkaufen, aber verlierst dabei 50%. Ja, das wollte ich nur wissen. Okay, das funktioniert doch. Ja. Du musst alles einzeln ich rausnehmen. Kann. Oh, sie macht Sport noch. Ja, irgendwie ist schon wieder hier. Das hat jetzt das Symbol gebracht hier gar nicht. Ach, guck mal, jetzt sehe ich alle Knochen. Jetzt sehe ich den Spiegel auch wieder, die Affenhand. Jetzt ist alles wieder da. Die Tarotkarten. Jetzt ist alles da. Aber was hat das mit den Symbolen auf sich? Das verstehe ich nicht. Das hat nichts gebracht. Das ist nee, irgendwie. Die Vitrine hat sich nichts geändert. Weil das eine Symbol haben wir ja gesehen. Da war ja dieser Text dazu. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich habe keine Ahnung. Oh und Gott. Steht nicht mehr coming soon und keiner weiß, wofür es ist. Ja. Verstehe ich nicht. Dann weiß ich auch nicht, wofür die Vitrinen sind. Dann weiß ich nicht. Oder es kommt erst noch was. Kann auch sein. Was da rein soll. Ja, bloß auf, wenn noch mehr Updates kommen, geht gar nicht mehr. Dann haben wir ja 20 Fremde. Du, ich sag ja, innerhalb der nächsten 14 Tage kommt da noch ein bisschen was. Ja. Hoffentlich nur Gutes. Mein Video ist hochgeladen, das ist ja schön. Ach, sehr schön. Sehr schön. Ja,
Ein anderes werde ich mir auch wieder noch angucken. Ach, ich habe schon zwei oben jetzt im Vorlauf, siehst du mal. Unser Phasmophobia-Video und das Please Forgive Me dann. Schon zum Angucken oder? Heute kam ja eins, also bitte. Wollen nicht übertreiben. Nee, das meine ich. Das eine kann man gucken, das andere kommt. Aber nee, das meine ich aber. Das eine ist schon oben, das kann ich mir angucken, das andere später. Das nee, aber da bin ich ja ganz gut bei. Aber das war so lustig mit dem Board auf mich bestellt. Ey, ich kann mir den Short immer wieder angucken. Das ist so funny einfach. Dann habe ich zwei Videos schon oben. Das heißt, ich muss mal gucken bei mir hier. Was ist denn das hier? Vor allem Ach, Richie, ja. Wie ja, ich musste das mit reinnehmen. Aber das mache ich eben auch anstandshalber, ne? Dadurch verlinke ich das halt auch immer unten. Weil man das halt so macht. Ja, warum nicht? Ach, genau. Ich bin auch so ein Mensch, wenn ich dann so spiele, dass ich auch sagen würde, so guckt doch gerne mal bei ihr und ihr vorbei. Ich verlinke euch unten. Und ja, das mache ich auch. Ne? Also wenn ich von anderen YouTubern irgendwelche Memes nehme, ich habe Richie auch mal gefragt, ob ihm das recht ist, dann verlinke ich das halt. Das ist ja im Grunde genommen, ist es ja auch kostenlose Werbung. Also könntest du bei mir auch mal machen, ich hätte damit nichts, kein Problem. Ja, du bei mir auch, wenn dir irgendwas gefällt, da ist, das ist mir vollkommen, das ist halt wirklich kostenlose Werbung für denjenigen, ne, wenn du ihn nicht verunglimpfst. Was ich auch mal gerne machen würde, jetzt natürlich ja nicht da, vielleicht mal auf einem anderen Kanal, oder kann man da auch noch reinmachen, weil es ja auch Horror ist, mal auf so ein Video reacten, was jetzt nicht 3-4 Stunden oder so geht. Das machen ja auch manche. Was ich da gezockt habe, ist, wenn es nur ein Video geht, was so ein 20. Ja, ich hab mehr so auf hier auf Geistervideos. So habe ich da Ghost Investigations, da habe ich ein paar Reactions drin. Zwei, drei oder so. Das ist ja ganz. Aber ich sehe gerade, ich habe ja hier noch. Scheiße, siehst du? Ich habe hier noch 911. Ich habe hier noch Scheiße. Ja, 911 Prey. Also, da gab es doch das 911 Cannibal, wo du entkommen musstest. Aus diesem Käfig. Und das andere ist hier. Da gibt es jetzt die neue Version, 911 Prey, das habe ich schon aufgenommen. Dann habe ich den ersten Teil von The Cursed Forest aufgenommen. Jetzt habe ich wahrscheinlich schon wieder 3 Stunden Videomaterial Phasmophobia. Und dann habe ich noch, ja, was habe ich noch hier? Ouija Rumors in 2 Teilen und unser Dämonologist-Video von Freitag. Habe ich auch noch. Muss alles neu geschnitten werden. Also es ist nicht, dass ich nichts habe, was ich nicht hochladen kann. Ich muss es schneiden. Und die Phasmophobia-Videos und Dämonologist belagern halt immer ewig lange meinen Rechner, ne? Ja, klar. Weil durch das Rendern, das dauert halt ewig. Also die lade ich zum Beispiel auch nicht mehr, rendere ich nicht mehr in 4K. Das lohnt sich einfach nicht. Ja, was soll ich ein 1,5-2 Stunden Video in 4K? Also dafür ist es jetzt nicht so das Brüllerspiel, dass ich sage, ich brauche diese 4K. Phasmophobia kann ich mir in ganz normaler, guter Qualität angucken. Ja, das stimmt. Ja, und bei anderen Spielen, die manchmal auch so ein bisschen laggy sind, da mache ich es dann in 4K und 100 FPS, weil das dann besser läuft auch auf YouTube. Ja, aber... Also für Phasmophobia und Dämonologist brauche ich keine 4K-Videos. Das finde ich Quatsch. Das dauert auch viel zu lange. Weil der braucht ja dann schon teilweise 3 Stunden, bis er dein Video fertig hat. Du kannst halt in der Zeit nichts machen. Ja, das ist das Problem. Ja, klar, das ist natürlich. Du kannst in der Zeit ja auch nicht spielen und nicht aufnehmen, ne? Weil dein Video auch da nicht flüssig läuft. Das Einzige, was du machen kannst, das funktioniert, wenn du es auf YouTube hochlädst. Dann kannst du in der Zeit, wie ich es vorhin auch gemacht habe, spielen. Okay, weil das ist halt ein, genau, das ist halt ein Upload. Das kostet den Rechner keine Kraft. Aber natürlich ein Video zu rendern und nebenbei noch ein Spiel abzuspielen und eine Kamera laufen zu lassen, das ist einfach zu viel. Aber du kannst halt dann schön in der Zeit auch Material einfach auf YouTube hochladen und nutzt die Zeit dann. Aber das Rendern ist halt, also ich mache es jetzt mittlerweile so, dass ich so lange Videos nur noch rendere, wenn ich sage, ich gehe jetzt mittags schlafen machen. Da kann sich das in der Zeit auch auskeksen, weißt du? Die Zeit jetzt ganz schnell. Was soll ich denn machen? Die 2 Stunden, da kann ich mich auch hinlegen. Das, gut, ich könnte auch putzen in der Zeit, aber meistens lege ich mich hin. Alles gut. Das ist praktischer. Ja, aber siehst du, jetzt kann ich nämlich gleich das von heute wieder, schiebe ich wieder auf die andere. Also jetzt brauche ich ja keine externe Festplatte mehr, das ist ja schon mal ganz gut. Einfach auf den... Oft will ich auf die andere Festplatte vom Rechner schieben und dann hat sich die Sache.
Das ist auch schon wieder hier. Die Hitze kommt wieder. Habe ich Gefühl, jetzt kommt wieder. Ja, irgendwie dreimal Pause gedrückt. Heute Mittag guckt auf den Boden, da komisch lang. Ich sag, was sieht denn der da schon wieder? Den Staubfussel? Da läuft so eine große Spinne im Schlafzimmer lang. Die war so groß wie die obere Daumenkappe. Ich sag, Teddy, hast du fein gemacht. Es tut mir leid. Ja, ich weiß, ich liebe Tiere, aber die habe ich getötet. Ja, es hat mir so geekelt. Die musste ich. Die habe ich eine Schelle gegeben, die ist gleich. War ein Pfannkuchen. Ja. Tut mir sehr leid, aber das ging nicht. Die war so ekelhaft groß, die ist so schnell, habe ich noch nie ja, eine Spinne. Ja, das ist halt manchmal so. Das kann man halt nicht immer umgehen. Das ist auch so, Quatsch. Ich versuche schon so viele Tiere wie möglich zu retten, ja. Aber ich mache nicht das Fenster auf, nämlich jetzt 10 weitere Spinnen drin zwar. Ja, genau. Die ist beim Gassigehen mit drin gekommen, durch die Wohnungstür wahrscheinlich. Dann einfach mit reingerannt oder so wahrscheinlich. Nee, Spinnen haben bei mir auch, tut mir leid, diese dicken, fetten... Da habe ich gleich gelobt, meinen süßen Hund. Aber prima hat er gezeigt. Ach, hast du doch bei mir gesehen den Tag, was ich meinte, ne? Wo du hier warst. Was? Diese fette Spinne. Ja, meine war noch kleiner, aber trotzdem, die war so groß wie der obere vom Daumen und die ist hier rennt so dünne Beniger wie so ein Weberknecht, egal so eine braune, wisst ihr, die so sind so komischen. Also gegen Weberknecht habe ich zum Beispiel gar nichts, ne? Die stören mich nicht. Da sterbe ich. Nee, da ziehe ich. Ja, nee, aus. Die finde ich nicht schlimm. Die sind ja, das sind ja auch keine Spinnen. Fristlose können jung. Weberknechte Fristlos sind keine Spinnen. Aber trotzdem nicht. Ja, ist aber kein... Allein wenn ich die langen Beine schon sehe. Kein Spinnentier. Nee, wie gesagt, war super schön, hat echt viel Spaß gemacht. Und wir hören uns ja so oder so morgen. Wir hören uns morgen. Alles kein Problem. Ihr hört die nächsten Tage von uns. Genau. Lasst euch nicht ärgern. Ich werde nicht mehr los. Macht's gut und bis dann. Tschüss.